Meine Worte zu diesem Thema, es war wie eine Zeitreise. Ganz unglaublich, dass sowas hier irgendwo im Oegendorfer Park passiert. Total geil. Ich kam mir vor wie beim Historienfilm. Also ungefähr so. Ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so als Monster Hunter-Fan habe ich natürlich schon darauf gehofft, dass die Bewegungen noch exakter wie aus dem Spiel umgesetzt werden. Aber pff, mir scheißegal, ich lasse Budi und Simon machen, dann kommt schon was Lustiges bei raus. Nein, du richtest nur seine Körper halt, ne? Mach mal schwer. Weißt du? Mach so. Klar, auch ein. Es hat geregnet, war ein bisschen nervig. Die Ah, macht ja alles kaputt. Die Requisiten fielen schon, bevor wir angefangen haben, auseinander. Aber es ist nicht kaputt gegangen. Weiß ich nicht. Ich baue die Dinger ja eigentlich schon mit dem Hintergedanken, dass die kaputt gemacht werden. Und ich rechne halt einfach damit, dass die einen Bach runtergehen. Ich hoffe einfach nur, dass die Sachen so lange halten, bis alles im Kasten ist. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe den Hammer kaputt gemacht, den Drachen kaputt gemacht und diese Rüstung. Und das Schwert. Ein sehr erfolgreicher Tag. Es ist nur ein guter Drehtag, wenn Gunnar am Ende wieder bei Null anfangen muss. Wie, ist das flüssig oder was? Ja, so halbwegs. Wie, du nicht da reinfassen. Das ist Schokopudding, alles gut. Das schmeckt sogar lecker. Ich mache immer solche Sachen, die auch lecker schmecken, so wie die Kotze auf. Die Requisiten waren astrein. Besonders der Drache war sehr realistisch, sehr maßstabsgetreu gemacht, so wie man Drachen eben kennt. Also, ja, Jackson holt sich wahrscheinlich hier die Anleitung, um seine Monster so hinzukriegen. Man sollte auf den Schwanz achten. Wo ist der Drache dann? Man könnte ihn vielleicht aus einem anderen Beitrag wieder erkennen. Das hier war übrigens mal der Skorpionenschwanz. Der da hinten. Der Schwanz vom Drachen. Jetzt hast du die Lösung gegeben, Gunnar. Ach shit, jetzt hab ich's verraten. Kostümig. Schwert ist der Hammer. Warte mal, ich hol's kurz hoch. Das ist ein maßgeschneidertes Kostüm, was auch. Also was die wenigsten wissen, meine Brusthaare bilden die Form eines geschwungenen Adlers und das, damit es nicht so spannend, muss es hier nach außen getragen werden einfach. Das ist tatsächlich direkt meine Brustbehaarung. Oh, das ist ein Mikrofon. Ja, weiß nicht, mehr kann ich nicht sagen, außer dass der Trant nicht nur alle Waffen, sondern auch unseren Drachen gebaut hat. Nein, der Gunnar hat den Schwanz noch dran gebastelt. Okay, der Gunnar hat den Skorpionschwanz genommen und hat ihn angemalt. Nein, nein, nein. Hier, komm, wir haben den Gunnar jetzt wieder sehr lieb. Da presse ich dir meinen Vogel. Dieses harte Ding. Ja, ich liebe. Das nennt man Liebe, Gunnar. Genau. Muss ich den Namen wissen? Ratatong? Ratalos. Wer ist das? Ratalos. Ratalos. Natürlich. Alles klar, hä? Was machst du jetzt, wenn der, wie heißt er? Ratalos. Okay. Wie heißt das Vieh? Ratalos. Ratalos. Los. Nicht schlecht. Und jetzt musst du was machen, wenn der Ratalos so zu dir steht? Bei der Ratalung dann und pass gefälligst auf, hinter nichts fliegt und scheiß mit ins Gesicht und dann kommt er nochmal. Mein Text vergessen.
Mach nur Klebeband, das hält viel besser. Der Draht ist noch dran.